Moin, 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 moin. Was geht, was geht, was geht? So, ja, wir haben uns wieder ein schönes Thema rausgesucht heute, was wir gerne besprechen möchten. Und bevor wir das tun, aber Marcel, mach mal Piep. Piep, hallo, moin, moin, liebe Kommandofreunde, ich bin auch am Start. Worum geht's heute? Ja, heute geht es um, ja, Re-Releases. Und zwar so, ich sag mal so ganz speziell eigentlich um die Re-Releases, die so in der Pipeline sind für die Nintendo Switch momentan. Ne? Da möchten wir mal ein bisschen, da sehen wir so ein bisschen Bedarf, dass man da mal, ja, mal drüber spricht. Marcel, was hast du denn so für Releases so im Kopf, also für Re-Releases so im Kopf, die in nächster Zeit so erscheinen für die Switch? Also man muss vielleicht sagen, der Anlass für unser Gespräch ist jetzt zumindest von meiner Seite aus so ein bisschen sind zwei Games, und zwar die Bayonetta, diese, wie heißt sie, Complete Edition, Collector Edition, wie auch immer, und angekündigt Mega Man Legacy Collection 1 und 2. Kommen wir aber gleich zu. Man muss vielleicht vorab sagen, das Ganze fing ja eigentlich schon so ein bisschen schwerpunktmäßig mit der letzten Direct an. Wo ja zwei große Titel, mindestens zwei große Titel angekündigt wurden für die Switch, und zwar sogar eigentlich drei. Ne? Und zwar eigentlich wollte ich auf Donkey Kong, ne? Country Returns Tropical Freeze, wie heißt das? Weißt du schon, ja, Freeze, Donkey Kong Tropical Freeze, wie auch immer halt. Ne? Ich weiß, was du meinst. Und Hyrule Warriors ist mir noch eingefallen. Und auch natürlich, ne, Dark Souls. Dark Souls Remastered ist natürlich auch ein Thema irgendwie, was hier ganz gut reinpasst. Und das hat uns irgendwie, ja, zusammen mit so einigen Sachen, die jetzt in der Zwischenzeit eben auch noch angekündigt wurden, dazu gebracht, dazu veranlasst, mal über Re-Releases zu sprechen. Ich muss ja mal persönlich sagen, nervt das Ganze eigentlich ziemlich. Ich finde, das hat eigentlich auf der Switch ziemlich geil angefangen, dass man für sowohl alte IPs neue Games rausgehauen hat, als auch ja, mal so ein paar neue, frische Sachen an den Start gebracht hat. Ne? Zum Beispiel ARMS fällt mir da jetzt gerade so ein. Oder das Mario und Rabbids Kingdom Battle. Also so ein paar neuere Sachen, ein paar frischere Sachen. Und jetzt geht es halt wieder los, dass Nintendo so ein bisschen das macht, was auch Sony ja schon seit Jahren macht. Nämlich irgendwie die halbe PS3-Bibliothek auf die PS4 reporten quasi. Auch wenn es dann irgendwelche HD oder, also HD war die PS3 ja im kleineren Sinn auch schon, aber so 4K-Remaster-Geschichten waren und sowas. Jetzt geht Nintendo hin und nimmt sich Bayonetta 1 und 2, macht eine Collector's Edition, in die dann auch nur Bayonetta 2 als Retail eigentlich reinkommt und Bayonetta 1 als Download-Code. Ne? Was hältst du davon? Ja, das finde ich natürlich als Sammler und Freund von Game Preservation, finde ich das natürlich nicht so cool. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch mit mir gehadert, ob ich diese Box kaufen soll. Ich habe die Box aus sammlungstechnischen Gründen mir gekauft. Ich finde, die Box sieht auch an sich cool aus, und ich mag auch Bayonetta. Die beiden Games mag ich sehr gerne, habe ich auf der Wii U auch schon gespielt. Aber genau mit dem Thema, was du ansprichst, dass Teil 1 halt als Download nur dabei ist, sagt man dabei, es ist ja eigentlich nicht dabei. Nee, als Download nicht dabei ist. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite, was mich halt auch ein bisschen enttäuscht, es ist halt, in dem Fall ist es halt wirklich nur ein Port. Ja, also die Framerate ist wohl, habe ich gehört, ich habe mir so ein paar Videos reingezogen dazu, die Framerate ist wohl ein bisschen stabiler und geht mehr in Richtung 60 Frames per Second, als es auf der Wii U der Fall gewesen ist. Aber ansonsten, es ist keine höhere Auflösung, und die Texturen sind dieselben, haben dieselbe Qualität. Also das finde ich insgesamt im Gesamtpaket ein bisschen schade und ziemlich frech dafür, das Geld zu verlangen, was dafür verlangt wird. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also die du hast gerade gesagt, so aus Game Preservation, also aus der Sicht einesjenigen, der verteidigt, dass Spiele eben auch für kommende Generationen, so will ich das mal sagen, für kommende Generationen, also Konsolengeneration, aber auch natürlich Spielergeneration verfügbar gemacht werden. Aus der Sicht ist das ja eigentlich gut, kann man ja sagen. Also ne, aus der Sicht, dass man sagt, ey, wir möchten die Spiele halt möglichst langlebig haben, so. Und aus wirtschaftlicher Sicht scheint sich das ja auch zu lohnen. Und aus Sicht eines Sammlers, wenn du sagst, ey, Bayonetta finde ich geil, jetzt kommt ja so eine Box raus, kann ich auch verstehen, ne? Aber ich finde das halt echt eigentlich schade, weil man damit auch die alten Systeme schlichtweg in meinen Augen ein bisschen abwertet, leider. Hm.
Mega Man Legacy Collection für die Switch. Ne? Ich meine, was soll das denn? Die beiden Collections sind ja für sich gesehen geil. Die gibt es als Retail einzeln für die PS4. Die sind gar nicht so besonders teuer, wenn man sich die importiert. Ne? Jetzt eine Switch, Switch Complete Pack zu bekommen, wo dann aber auch nur die Legacy Collection 1 als Retail drauf ist, also die Games der Legacy Collection 1 auf der Karte sind und die Games der Legacy Collection 2 wieder nur als DLC dabei sind oder nicht dabei sind, das ist doch dumm. Das ist doch albern. Ja, wieso macht man das? Ist doch nicht so, dass die Spiele da nicht mehr draufpassen würden auf diese kleine Karte oder was? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich mich nicht mit befasst, wie was für einen Speicherplatz die beiden Spiele oder die beiden Collections belegen würden und wie viel Speicherplatz auf den Cartridges heutzutage so sind. Alter, sonst bringst du halt eine Hülle, eine Switch-Hülle raus, wo halt zwei von diesen komischen Game-Cartridges reinpassen. Ich meine, wo ist das Problem denn? Ja, ne? ich meine, gut, das Problem ganz einfach ist, dass so eine Game-Cartridge halt teurer ist als eine Blu-ray, ne? Ja, oder ein Download-Code, halt, der kostet natürlich gar nichts, aber dann kann man das auch nur im eShop anbieten. Ja, ne, aber das ist halt genau der Punkt. Also im Falle von der Mega Man Legacy Collection habe ich mich entschieden, die für die Switch nicht zu holen. Ja. Ganz einfach. Wenn es beide auf Card gegeben hätte, dann hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Dann hätte ich die mir wahrscheinlich sogar sehr gerne gekauft und auch gerne gezockt mal auf der Switch. Aber so wird es leider... Ist ja eigentlich auch geil, Mega Man auf einer Nintendo-Konsole zu zocken, muss man ja auch sagen. Ist ja auch traditioneller geht es ja eigentlich auch nicht. Aber so unter den Umständen ist das doch echt ganz schön albern eigentlich, oder nicht? Ja, genau. Man muss natürlich auch so ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt sehen. Ne? Und auch wenn man Nintendo in den letzten Jahren natürlich die ein oder andere unökonomische Entscheidung vielleicht oder maßgeblich unökonomische Entscheidung irgendwie unterstellen konnte, ne? Und die Wii U natürlich auch ein ziemlich großer Flop war, dass die natürlich jetzt mit den Games nochmal Kohle verdienen wollen, kann ich halt auch verstehen. Ne? So. Und es wird auch genug Käufer geben einfach. Ne? Tropical Freeze wird sich einfach auf der Switch auch wahrscheinlich verkaufen wie geschnitten Brot. So, und warum soll ich jetzt hingehen als Nintendo-Mensch, ne, und sagen, ich mache jetzt hier alles neu, ist ja viel teurer, als wenn ich die alten Games einfach halt nochmal auf dem neuen System rausbringe. Hm. Ja, ich finde halt, man kann keine Pauschalaussage darüber treffen, ob Re-Releases cool sind oder nicht. Ich glaube, das ist abhängig von den Umständen, vom Titel und auf welcher Konsole die Spiele sonst auch noch verfügbar gewesen sind. Jetzt im Falle von Tropical Freeze finde ich es ziemlich cool, dass es auf der Switch re-released wird. Warum? Warum ist das so? Weil, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, die Wii U war eigentlich ein Flop. Und jetzt verkauft sich die Switch wie Hölle. Ne? Mhm. Und genau aus dem Grund sollte man so geile Games, weil das ist wirklich ein geiles Spiel und nicht viele haben das erlebt, weil sie keine Wii U hatten. Ne? Mhm. Und genau deswegen finde ich es geil, dass es jetzt für die Switch kommt, damit mehr Leute das erleben können. Außerdem ist es ja auch sozusagen eine Definitive Edition. Ne? Da gibt es noch mal so ein bisschen Zusatzzeug, was es halt auf der Wii U-Version nicht gegeben hat. So ein bisschen wie mit Mario Kart eigentlich, ne? Ja, genau. Und genau das Gleiche ist ja, soweit ich weiß, auch mit Hyrule Warriors. Das kann man, meine ich, auch so als Definitive Version eigentlich sehen, weil da alle DLC, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da gibt es um das Thema, gibt es glaube ich ein bisschen Kontroverse. Ich glaube, da sind auch nicht alle Sachen drin, aber mehr als im, ich sag mal, in dem Auslieferungszustand von der Wii U-Version, meine ich zumindest. Okay. Okay. Gut, also in dem Fall, ich sag mal, wenn das jetzt wirklich auch sogar noch ein kleines Plus hat, so, ne, ich meine, ich habe mir das Mario Kart 8, da war ich auch dankbar, weil ich habe ja keine Wii U, so, von dem her finde ich das schon absolut okay, ne? Und andererseits auch systemübergreifend, ne, es scheint ja momentan so zu sein, dass die Switch doch auch sehr beliebt langsam wird in Zusammenarbeit mit Titeln, die auch bisher nur auf der PlayStation erschienen sind, so. Weil man vielleicht auch vermutet, dass viele Spieler, ne, die eine Switch haben, vielleicht nicht gleichzeitig auch eine PS4 haben und dass die dann deswegen auch trotzdem in den Genuss von interessanten Titeln kommen wollen. Gibt auch einige YouTuber, die jetzt Videos raushauen aller, welche PS4-Spiele wünschen wir uns auf der Switch und solche Geschichten. Ne? All solche Spielereien und ich kann mir schon vorstellen, dass da was passieren soll. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass auch zum Beispiel von der Crash Bandicoot-Geschichte die Rede war.
was mich sehr überraschen würde. So. Mich auch. Aber why not? Ne? Das wird sich bestimmt verkaufen. So. Und Dark Souls ist ja auch so eine Nummer. Also Dark Souls ist, glaube ich, auch, wenn überhaupt, vorwiegend so ein Ding von PlayStation-Zockern so irgendwie. Und, ist ja schon, ja. Ne, dementsprechend jetzt eine Remastered-Version, auch hier wieder, ne, eine Version rüberzuschmeißen auf eine sehr erfolgreiche neue Konsolengeneration. Jetzt kann ich natürlich immer sagen, ja, die Switch kann ich aber mit in die Bahn nehmen. Ne? Das hatte ich vorher nicht. Nee, klar, stimmt natürlich auch. Und es wird auch auf jeden Fall Spiele geben, wo ich sage, ey, dieser Portable-Faktor ist definitiv auch eine coole Sache. Ne? Kann ich mir für die Mega Man-Games zum Beispiel auch geil vorstellen. Ist natürlich eigentlich auch cool. Aber warum macht man das denn so abgespeckt und nicht ergänzt? Ne? Und sagt irgendwie, ey, wir machen hier eine Mega Man Legacy Complete Edition und packen sogar noch nicht nur die 1 und 2 rein, sondern sogar noch irgendwie ein Game extra oder so. Ne? Oder irgendwie ein Making-of oder sowas. Oder irgendwie irgendwas anderes Geiles, um das wirklich, um dafür jemanden auch wirklich so ein bisschen so einen Mehrwert hinzukriegen. Ne? Naja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben uns genug ausgelassen über Re-Releases. Das ist ein ziemlich großes Feld eigentlich und wir begeben uns hier natürlich hin und wieder auch so ein bisschen auf dünnes Eis, ne? Muss man halt auch sagen, weil es gibt halt viele Gründe, die sprechen pauschal erstmal natürlich für Wiederveröffentlichung und es gibt halt auch, ja, aus unserer Sicht, wie ihr gehört habt, einige Gründe, ja, die einen so ein bisschen skeptisch machen eigentlich, ne? Genau so sieht das aus, Freunde. Und uns interessiert natürlich brennend, ne? Wie seht ihr das denn? Was meint ihr denn dazu, ne? Also, wie steht ihr zu Re-Releases? Pauschal oder kann man das pauschalisieren? Kann man das nicht pauschalisieren? Was meint ihr einfach allgemein zum Thema? Was für Re-Releases gibt es, auf die ihr euch freut in nächster Zeit? Oder was für Re-Releases sagt ihr, sind total unnötig und braucht kein Mensch? Ne? Ja. Schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt darauf, mit euch in den Dialog zu gehen. So ist es. Und ja, dann würde ich sagen, Marcel, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Nicht im geringsten, mein Freund. Du hast es wundervoll abgerundet. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschaußen, Leute.